Oh. Okay. Wie sind wir hergekommen? Das hilft ja auch nicht wirklich weiter. Nope. Eine Tasche. Irgendwas eingesteckt. Da ist nichts, was wir mitnehmen können. Komme ich von da oben an irgendwas anderes dran? Ich meine, warum kann die eigentlich nicht sprinten? Doch, kann sie. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Das macht absolut keinen Sinn. Wie heißen das ganze Ding überhaupt? Sowjetanlage. Die wahre Sicht. Hier ist irgendwo ein Eingang? Na nü. Was haben wir denn da übersehen? Oder ist das das, was wir gerade machen? Ich bin verwirrt. Ich muss mich, glaube ich, gerade ein bisschen orientieren. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wo wir eigentlich waren oder was ich hier eigentlich gerade mache. Durch das schöne uranverseuchte Wasser kriechen. Kommen wir auch nur langsam voran hier. Es nervt mich gerade, dass ich keine Ahnung, wie man da weiterkommen soll. Ja, GG. Das war's dann auch schon mit dem Sightseeing. Es macht halt vor allem so keinen Sinn, sich die Haare da auszubringen. Hier vorne, das sieht da schon sehr merkwürdig aus mit dem Wasser, aber ach so, das ist Schatten. Ups, hier nichts gesagt.
Ich habe nichts gesagt, ist ja alles gut. Ist ja alles in Ordnung. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-du. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-du. Ach, so schnell der Weg runter, okay. Hallo? Oh wow. Ist ja richtig was los da in der Ecke. Da feiert. So, auf der anderen Seite von dieser komischen Wand hier. Hatte ich das nicht schon mal gesucht gehabt und nicht gefunden? Nee, warte mal, das ist das, oder? Ach, das ist das, wo wir gerade rumrennen, ich Pfosten. Ach Gott, nee. Sorry. Komplett verkackt. Optionales Herausforderungsgrad, die rote Mine. Ja, ist okay. Ist okay, ich habe nichts gesagt. Ist okay. Gut, wir müssen nur irgendwie überlegen, wie wir das mit diesem komischen Wagen da hinten machen. Da kommst du ja nicht wirklich weiter, du. Das ist ja alles ein bisschen Kacke da. Merkwürdig und wirkt merkwürdig. Eigentlich liegen überall diese Sachen rum hier. Das ist jetzt zum Saufen. Ich meine, klar, es sind russische Minenarbeiter. Die können nicht arbeiten, ohne sich mit Wodka die Kante zu geben. Deswegen liegt das hier überall rum. Ich verstehe das schon. Die Analogie dazu. Und der sicherlich total realistische Bezug zur Realität. Das war knapp. Ich glaube, das tat weh. Das wäre der humanere Weg gewesen. Okay, verstehe schon. Wieso liegt denn hier überall Stroh rum? Wieso trägt du eine Maske? Ja, dann blast mir doch rein. Ihr kennt's alle. Zumindest diesen Wortlaut. Ich würde ja sagen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder so, schreibt es in die Kommentare. Aber ich hoffe ja nicht, dass ich bis zum Ende dieser Aufnahme nicht weitergekommen bin. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Nein, von den Sachen kann man nichts anziehen. Schade. Hier ist irgendwas zum Aufhängen. Es kann nicht so schwer sein. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen.
Weil wieso kann ich da oben hoch und dann nirgendwo weiter? Das macht halt absolut null Sinn. Gut, dass die Sachen plötzlich wieder alle da sind. Na, wofür ist das hier da? Das verstehe ich halt einfach gar nicht. Da ist nur der eine Wagen da hochgerutscht und dann ist hier alles eingestürzt. Nein, da kann man nicht rüberhüpfen, da bricht man sich nur das Genick. Das ist jetzt gerade schon ein bisschen deprimierend. Och, Kacke. Wer ist nochmal auf die Idee gekommen, dass Zurücklaufen so geil ist? Hab ich so ein geiles Herausforderungsgrab. Schön. Die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, dumm, die 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 dumm. Oh mein Gott, nein! Ein Metallträger! Ich muss mich ducken! Er rast mit hoher Geschwindigkeit auf mich zu! Wenn ich nicht rechtzeitig ausweiche, dann werde ich sterben! Oh nein! Entschuldigung. Wobbel, wobbel. Boing. Na, 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 na. Okay. So, das ist dieses Rutsche-Ding gewesen. Dir auf, Mädchen, du bist gar nicht mehr richtig gerutscht. Jetzt tu nicht so, als wenn du dir wehgetan hättest. Hier ist wieder der Stroh rum. Oh nein! Ein plötzlicher Abgrund. Das geht mir gerade gehörig auf den Keks, ne? Ich weiß nicht, was ich da oben mit dem Ding machen soll. Muss irgendwas dran festmachen, joa. Ich sehe aber auch nirgendwo einen anderen Wagen, außer das eine Ding, was da oben quer liegt. Hast du dich gerade an dem Lager verbrannt? Fähigkeiten. Mal schauen, was haben wir denn so Schönes. Überleben da. Was ist das hier denn? Leichenfallen-Spezialist. Nein, langweilig. Augen fürs Detail. Finden Sie in der leichte Herausforderungsobjekte. Schauen wir mal hier so Schönes. Feuern Sie gleichzeitig bis zu zwei Pfeile auf. Zwei separate, haben wir die Ziele ab, während sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen. Das klingt cool.
So, es ist... Ja, es ist schön. Nerven aus Stahl. Das Ziel mit vollständig gespannten Bogen bleibt erheblich länger stabil. Ein Kopftreffer-Anzeige erscheint über den Kopf eines Feindes, wenn dieser erfolgreich anvisiert wurde. Die Landungen nach Sprüngen und Stürzen ist leise und verursacht keine für Feinde hörbaren Geräusche. Das ist auch ganz praktisch. Lautlose Landung. Schön. Ausrüstung. Ah ja, mehr Munition ist immer gut. So, noch mehr? Oh, nochmal. Okay. Waffen und Upgrades. Munitionskapazität, Nachladegeschwindigkeit. Ah ja, warum nicht? Wieso denn auch nicht? Schön. Was uns aber absolut nicht hilft, warum sehen wir da das Tageslicht? Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-du. Alle ab. Da ist noch ein Wagen. Warte mal, da. Kannst du mit dem Bogen drauf schießen? Oh nein, das hat mir nichts geholfen. Ich hätte den festmachen sollen. Dafür ist das da oben an diesem Rohr dran. Dass du wahrscheinlich das da gegen das da ballern kannst. Mit der Wagen wenigstens irgendwo festhängen, weil ich nehme mal jetzt schwer an. Wenn ich jetzt hier hinspringe, dass das Ding einfach mal runterfällt. So, und weg damit. Genau. Dann brauchen wir nämlich 9. Der zufälligerweise natürlich da oben spawnt. Hoffe ich jetzt mal. Das muss da aber doch erstmal irgendwie realisieren. Angeguckt habe ich mir das Ding schon. Das ist mir aufgefallen. Ja, so. Ja, da ist ein Wagen hinter einem Gitter. Wie kriege ich das Gitter auf? Ja, gut. Gut, schön. Siehst du? Wenn man einfach nur gnadenlos blind ist und es nicht kapiert. Oh. I understand. Alle ab. Hui. Also da ist sich jetzt nicht den Arm, ne? Ui. Jetzt ein Feuerchen. Das macht zwar keinen Sinn mit diesem Wagen da. Aber naja, gut.
Sind wir mal nicht so.